Grüß euch, der Mann spricht. Jetzt sind die RKI-Files auftaucht, die Robert-Koch-Institut-Files. Ja, sogar die Mainstream-Presse berichtet darüber, dass da jetzt offenbar 2 Jahre lang gekämpft wurde, damit diese Dokumente veröffentlicht werden dürfen vor Gericht. Und jetzt ist es soweit, jetzt ist also das Urteil gefallen, die dürfen jetzt veröffentlicht werden. Fragt man sich, was da eigentlich so geheim ist, dass da 2 Jahre gekämpft werden muss, dass die überhaupt veröffentlicht werden dürfen. Und jetzt sind sie da, ich habe gehört, über 1000 bis 1200 Seiten Protokolle über die Corona-Zeit, was da halt das Robert-Koch-Institut empfohlen hat und dann umgesetzt worden ist. Und ja, das Interessante ist, es sind sehr viele geschwärzte Stellen. Also wieder ganz naiv gefragt, warum muss da was geschwärzt werden? Ist da irgendwas geheim? Also das ist ja unverständlich. Und jedenfalls, was man aus dem Nicht-Geschwärzten herauslesen kann, ist, dass offenbar die Einschätzung der sogenannten Wissenschaft, das wir uns noch gar nicht gegeben haben, so war, dass das alles gar nicht so gefährlich ist und dass man keine Schulschließungen machen soll und Lockdowns und naja, ob die Gesundheitsfetzen oder Gehorsamsfetzen, wie es manche genannt haben, irgendeinen Sinn haben, ist auch fragwürdig. Und ja, dass man, wie es gesagt haben, mit der gewissen Spezialbehandlung die Pandemie beenden kann, hat alles nicht gestimmt. Und jedenfalls, ja, haben die das scheinbar, was man so außerliest, aus den Protokollen da, der Politik so weitergeben. Die Politik hat aber ganz andere Entscheidungen getroffen. Und dann haben auch die Wissenschaftler sozusagen in der Öffentlichkeit ganz anders gekriegt. Sehr interessant. Also muss ich schon sagen, also das ist sehr interessant. Warum und wieso? Und ja, ja, das betrifft jetzt natürlich Deutschland, aber ich glaube auch bei uns in Österreich, wir haben uns natürlich gerne orientiert am großen Bruder, wird es auch vielleicht ähnlich Grenze. Ich kann mich erinnern, da die Experten, also die was in der Öffentlichkeit ein bisschen anders geredet haben, wie es der Regierung recht wurde, die sind eh gleich ins Eck gestellt worden. Das waren ja keine Experten mehr dann, sondern nur mehr Schwurbler, Verschwörungstheoretiker, Rechtsradikale sind es auch geworden mittlerweile. Und ja, die anderen haben natürlich so geredet, also wir brauchen einen harten Lockdown, wir brauchen eine Spezialbehandlung, das muss verpflichtend werden. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn, Wahnsinn, jetzt ist was auftaucht, sogar der Mainstream muss darüber berichten, zum Teil ein bisschen beschwichtigend, zum Teil aber schon, dass so, naja, eigentlich ist schon was da drin steht, ein bisschen heikel, das ist alles ein wenig anders dargestellt worden. Und also mich würde jetzt interessieren, erstens einmal, warum ist da so viel geschwärzt? Was muss da geschwärzt werden? Was kann da geheim sein? Das hat uns eigentlich alle betroffen. Also da hätten wir eigentlich alle auch ein Recht, dass wir darüber aufgeklärt werden. Und zweitens einmal, wenn da jetzt rauskommt, dass da schon ziemlich viel offenbar falsch gerannt ist und gar nicht so sehr auf die Wissenschaft gehorcht worden ist, wie so wir gesagt haben, ja, geht da jetzt irgendwann einmal wer her und nimmt seinen Hut oder entschuldigt sich zumindest einmal. Oder ich meine, ich gehe nicht davon aus, aber diese Frage wird man noch stellen dürfen. Dieses in aller Kürze heute zu den RKI-Files, die was rausgekommen sind. Ich wünsche alle ein schönes Osterwochenende. Vergesst nicht, Stockfirchtis auch gestorben.